Peter Wagner ist Mitglied im Schwäbischen Albverein. Im Rahmen eines Vortrags zur Geschichte der Grafschaft Hohenberg hatte er Bilder von Konrad Albert Koch verwendet, ein Burgenforscher, der von 1869 bis 1945 lebte und Burgen, Schlösser, Klöster und Kirchen detailliert skizziert hatte. Wie sich herausstellte, war Konrad Albert Koch auch Mitbegründer des Schwäbischen Albvereins. Ein guter Grund für den Autor Peter Wagner, ein Buch über seine Lebensgeschichte zu schreiben. Hier wurde Konrad Albert Koch 1869 geboren, in der Gaststätte Neuhaus im Schömberger Stadtteil Schörzingen. Als eines von 10 Kindern musste der kleine Junge in der Gaststube helfen, wobei er mit vielen Reisenden aus nah und fern in Verbindung kam. Hier wurde auch sein Interesse für Burgen und Ruinen geweckt. Er hat zum Kinderzimmerfenster oben herausgeschaut, dann hat er den Oberhohenberg gesehen. Das ist die Stammburg der Grafschaft von Hohenberg. Und da war früher mal eine ganz große Burg drauf. Und sein Vater hat immer wieder Wanderungen gemacht oben auf den Berg. Und dann hat er da die Burgruine, was noch vorhanden war, kennengelernt. Und das hat sein Leben beeinflusst. Koch hatte Dekorationsmaler gelernt, später Kirchenmalerei studiert. 1907 habe Koch laut Peter Wagner begonnen, seine Heimatburg zu erforschen, dort zu graben, die Fundamente freizulegen und auf Grundrisspläne aufzuzeichnen, aus denen er später die Burg rekonstruieren konnte. So verfuhr er auch mit anderen Burgen. Er hat immer Aufträge gekriegt für Kirchenmalereien und dann konnte er am Sonntag in den Kirchen nicht arbeiten. Dann hat er geschaut, wo in der Umgebung ein Schloss oder eine Burg ist und dann hat er dort am Sonntag gearbeitet. Und war dann auch verbunden mit dem Schwäbischen Albverein, der ja im ganzen Land Baden-Württemberg irgendwo ansässig ist. Und haben die ihm immer geholfen bei den Grabarbeiten. Später bekam Konrad Albert Koch viele Aufträge vom Königlichen Bauamt, auch ganz vorhandene Burgen und Schlösser zu erforschen und für das Denkmalbuch vom Königreich Württemberg zu dokumentieren. Eine Burg beispielsweise, die Koch im Lauf seiner jahrelangen Forschungen dokumentierte, ist die Weilerburg bei Rottenburg. Laut Wagner eine der wichtigsten Burgen in Baden-Württemberg. Dort wurde Gräfin Gertrud von Hohenberg, die spätere Königin Anna von Habsburg, geboren. Von der Burg ist fast nichts mehr da, nur noch Kellerräume, Treppen nach unten in den Keller. Aber die haben wir rekonstruiert mit großem Aufwand. Konrad Albert Koch hat es schon gemacht, 1910 oder 11 hat er da auch schon gearbeitet. Und wir waren überrascht, mit welcher Güte der gearbeitet hat. Wir haben mit modernen Technologien, mit Bodenradar gearbeitet und er hat es nicht zur Verfügung gehabt, aber dem seine Pläne waren fast so gut wie unsere heutigen Pläne. In seinem Buch Der Burgenforscher Konrad Albert Koch hat Peter Wagner die Lebensgeschichte von Konrad Albert Koch beschrieben. Das Buch enthält nur Bilder einzelner Burgen, Kirchen und Klöster, um zu zeigen, wie Koch gearbeitet hat. Inzwischen ist aber auch ein umfassender Bildband zum Thema erschienen.